Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Football Manager 2016. Ja, wir spielen gegen Hertha BSC als nächstes. In 6 Tagen ist es soweit, gegen den 10. in der Bundesliga. Geht es voran. Und ja, Hertha ist im Moment nicht so megamäßig gut drauf. Spielen viel unentschieden und ansonsten wissen sie nicht, wohin, ob es jetzt hoch oder runter gehen soll. Das soll unsere Chance werden in 6 Tagen gegen Hertha BSC, dass wir da mal ein bisschen was hinkriegen. Zuletzt war es nicht so hervorragend gegen Hertha BSC, soweit ich mich erinnere. Also in der letzten Saison haben wir, glaube ich, 2-mal verloren gegen Berlin. Das soll sich dann natürlich ändern, falls es denn wirklich der Wahrheit entspricht. Diese Saison soll eine andere Saison werden. Wir wollen ein bisschen Vollgas geben, wir wollen ein bisschen was erreichen und wir wollen was schaffen. Leider hat es in der letzten Zeit nicht so wirklich funktioniert. Wir haben die letzten Spiele mehr schlecht als recht gespielt, aber die ersten Spiele waren natürlich hervorragend. Aber gegen Wolfsburg verloren und dann unentschieden gegen Ingolstadt, das hat uns ein bisschen runtergezogen. Aber ich denke mal, dass wir tatsächlich jetzt gegen Hertha BSC ein bisschen Vollgas geben können. Juricic ist Gott sei Dank wieder am Start, der kann wieder spielen. Das dürfte für uns von Vorteil sein, weil sich auch Boussoufa verletzt hat. Hier sieht man das, 8 bis 12 Tage fällt er aus. Ist nicht die Welt, aber immerhin. Er hat sich gerade in die Mannschaft reingespielt, hat super Ecken geschlagen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen schwach. Ansonsten hat sich Horn etwas verbessert. Ist doch gut. Ich denke mal, dass er sich auch in Zukunft noch ein bisschen verbessern wird. Und dann leider unseren Verein verlassen, weil er dann nicht mehr für uns spielen will. Hier sind die Freitagsspiele, soweit ich das ist. Was haben wir denn jetzt hier gerade? Ich weiß nicht, was wir jetzt haben für einen Tag. Freitagsspiele. RB Leipzig gegen Bochum, Werder Bremen gegen Hoffenheim. Das sind die Spiele. Mal gucken. 2-2 trennten sich Leipzig gegen Bochum und Werder Bremen gewinnt 1-0 gegen Hoffenheim. Und ich glaube, das ist sogar der erste Sieg für Werder Bremen. Tatsachenwahrhaftig, damit haben sie jetzt 5 Punkte. Ja, Glückwunsch. Und Morgen bzw. heute jetzt gleich sind dann die weiteren Spiele, die schauen wir uns dann natürlich auch an. Wir sind der Favorit gegen Hertha BSC, das darf auch gerne so bleiben und das dürfen wir auch gerne so bestätigen. Ansonsten gibt es hier keine super dollen neuen Neuigkeiten. Salihöcan hat ein bisschen schlechter gespielt als erhofft. Naja, solange er nicht für uns schlecht spielt, ist das alles in Ordnung. So, Junuzovic. Limit für gelbe Karten und die Trainingseinrichtungen sind ausgebaut. Das finde ich hervorragend. Damit hätten wir das auch schon erledigt. Jetzt haben wir erstklassige Trainingseinrichtungen und großartige Jugendeinrichtungen. Das hört man auch gerne. Hervorragend. Ansonsten gucken wir uns mal ganz kurz die Finanzen an. Wir haben ja gute Finanzen, muss ich gerade mal sagen. Wir haben doch hervorragende Finanzen mit 30,7 Millionen. Da darf doch der Vorstand gerne mal ein bisschen Geld locker machen, oder? Transferbudget? Machen wir mal das. Blablabla. Wir werden von der Konkurrenz überholt. Komm schon. Naja, gut. Versuch was wert. Versuch was wert, ein bisschen was rauszuholen. Weil 30 Millionen sind doch auf dem Konto. Da kannst du mir doch 20 geben, damit wir die Mannschaft ein bisschen verstärken können. Nee, müssen wir erstmal abwarten. Wir haben uns ganz gut verstärkt und wir müssen erstmal abwarten, was die Neuverpflichtungen alle so bringen. Also bisher bin ich eigentlich ziemlich überrascht von den Neuverpflichtungen. Bisher hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Wir können auch mal ganz kurz gucken, was die Fans sagen. Nadi kann man noch nicht sagen, das ist ja ganz klar. Matze Lehmann, das haben die meisten für einigermaßen positiv gesehen. Boussoufa, sieht es so aus, als könnte er ein ordentlicher Spieler werden. Also da sind sie nicht so überzeugt. Von dem Simon Zoller Abgang sind sie überzeugt. Knoche gefällt ihnen anscheinend noch nicht so. Okay. Juricic auch nicht. Erik Durm, da sagen sie alle, boah, der ist geil. Okay, nicht schlecht. Partei ebenfalls. Und Adrian Ramos ebenfalls. Ja, Knoche hat sich anscheinend auch noch nicht so bewiesen. Also für mich ist Knoche absolut gesetzt. Also ich fand den eigentlich immer ganz gut in den letzten Spielen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich kann mich jetzt auf jeden Fall nicht beschweren über Knoche. Das ist eigentlich so die erhoffte Verstärkung. Bisher eigentlich so für mich. So. Nichtsdestotrotz müssen wir hier weitermachen. Wir spielen gegen Hertha BSC und ich denke mal, Juricic hat jetzt auf jeden Fall seine Chance verdient. Er darf spielen.
Adrian Ramos darf wieder spielen und Modest darf wieder spielen, aber Modest hat in den letzten Spielen nicht ganz so überzeugt. Ich hoffe, dass er sich jetzt endlich mal ein Herz fasst und mal endlich das Ding macht. Ansonsten denke ich mal, treten wir mal wieder mit dieser Aufstellung auf. Kontrolle ist auch in Ordnung. Wir können ein bisschen Vollgas geben. Vielleicht reicht es dann, um Hertha BSC zu besiegen. Wir schauen uns die Übersicht an. Wir schauen uns den Überblick an. Mal gucken, was da so passiert. Die Presse sagt, schwer zu sagen, aber Hertha BSC hat nach der Formkrise nicht besonders viel Selbstvertrauen und das sollte dem 1. FC Köln reichen, hier durchzukommen. Der Ausfall von Valentin Stocker macht die Aufgabe für Hertha BSC nicht einfacher. Für uns ist der Schlüsselspieler Jonas Hector und Darida ist der Schlüsselspieler für Hertha BSC. Und wie gesagt, Hertha hat eine Formkrise, also könnte es für die ein bisschen schwer werden, aber der 1. FC Köln ist immer prädestiniert dafür, irgendwelche anderen Vereine aus der Formkrise zu helfen. Also da bin ich mir ein bisschen unschlüssig. Ansonsten, Favorit sind wir mit 1,8 und ja, Hertha hat 4. Unentschieden ist 3. Von den Quoten her und komm, wir geben einfach Gas. Wir geben jetzt Vollgas und gucken einfach mal, wie das Spiel so läuft. Vielleicht läuft es ja doch positiv und die Mannschaft fängt sich wieder nach den letzten zwei nicht so wirklich dollen Spielen. Oh, Fehler von Pekarik. Juricic vielleicht mit der Flanke, aber Pekarik macht den Fehler wieder wett. Jetzt direkt in der ersten Minute schon die Ecke für Bittencourt und die große Chance vielleicht. Nein, aber Bittencourt hat weiterhin den Ball. Hector jetzt. Oh, mit dem Foul. Hosogai mit dem Foul. Partey wird den Freistoß übernehmen, schießt, aber naja, das war nix. Partey ist vielleicht nicht der absolute Freistoßkünstler. 78% Ballbesitz haben wir und bisher bessere Chancen und weitere Chancen. Vielleicht kann sich das halten. Also bisher 12 Minuten gespielt und wir haben so viel Ballbesitz, da können wir nochmal Druck machen. Wir gehen auf Angreifen, auch wenn es sehr, 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 sehr riskant ist. Aber wir wollen hier gewinnen. Wir müssen hier gewinnen, damit wir weiterhin ein bisschen von unserer Form weiter mitnehmen. So, was passiert? Bittencourt, schön auf Ramos! Ah, das wäre die Chance gewesen, gegen seinen Ex-Club hier zu treffen. Na, vielleicht hat er da ein bisschen Muffensausen gehabt. So, jetzt vielleicht nochmal weiterhin die Chance. Partey auf Juricic, aber leider im Abseits. Schade, schade, schade. Jetzt Hertha BSC am Ball. Aber wir kriegen die Rübe an den Ball. Darida, rüber aufs Gelbrett. Der verliert aber sofort den Ball. Hector, weit nach vorne, was nicht immer so gut ist und was ich eigentlich gar nicht so wollte. Partey, jetzt auch wieder weit nach vorne. Oh mein Gott, Ramos komplett frei. Und was macht er denn? Wie kann man den denn so vergeben? Frei vorm Tor, frei vorm Torwart. Das ist ja richtig schlecht. Das war ja richtig schlecht. Okay, jetzt Hertha BSC am Ball. Hosogai aufs Gelbrett. Kalou, setzt sich ein bisschen durch. Lustenberger auf Darida. Stark auf Hosogai. Aufs Gelbrett komplett blank. Aber Horn hält den Ball. So, mal gucken, wie es weitergeht. Also im Moment, wir sind ein bisschen stärker, aber so richtig, 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 richtig gut sind wir noch nicht. Und Hertha wird auch immer dominanter. Mal gucken, was sie jetzt bringen. Haraguchi, rüber aufs Gelbrett. Das Gelbrett ist ziemlich gefährlich da vorne. Lustenberger, Darida, Kalou. Oh, das Gelbrett wieder auf der rechten Seite mit der Flanke. Kalou, aber gut geblockt von Heinz. Sehr, 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 sehr stark. Aber Hertha BSC kriegt die Ecke. Ramos köpft den Ball raus. Oh, jetzt kann es schnell gehen mit Gerhard. Gerhard, rüber auf Modest. Der kriegt den Ball, aber naja, das war nichts. Also ich habe das Gefühl, dass wir gerade ziemlich, ziemlich nachlassen. Finde ich nicht gut. Und so richtig geile Chancen hatten wir auch nicht. Bittencourt jetzt mit dem Freistoß. Ja, wird geblockt. Aber wir kriegen Gott sei Dank noch den Ball. Partey verliert fast den Ball. Jetzt ist der Ball tatsächlich verloren. Kalou. Wieder auf den rechten Flügel. Ich ahne es doch aufs Gelbrett. Der ist ziemlich gefährlich heute. Oh mein Gott, Haraguchi komplett blank. Aber Knoche blockiert. Wieder Ecke für Hertha BSC. Also die Änderung war nicht gut. Wir gehen wieder zurück auf Kontrolle. Vielleicht läuft es dann besser. Das war gar keine so gute Idee, glaube ich. So. Wenig Torchancen in der ersten Halbzeit. Also es war nicht so prall. Juricic bisher auch nicht so überzeugend. Modest nicht überzeugend. Wir geben den beiden noch eine Chance. Ansonsten müssen wir vielleicht doch nochmal wechseln. Vielleicht sollten wir auch die Formation wechseln. Aber das warten wir einfach mal ab. Je nachdem, wie die zweite Halbzeit so läuft. So, Kalou setzt sich sehr stark durch.
Scalebrett sehr stark gut rausgeköpft und wir kriegen immerhin noch den Konter. Mitten im Konter, ich bin ein Arsch, ich weiß, mache ich mal Pause und mache mal ganz kurz alle Ratschläge umsetzen, weil mir geht es auf den Sack. Scalebrett, der geht mir ein bisschen auf den Sack. Deswegen sage ich mal, den werden wir, die beiden werden wir auf den schwachen Fuß setzen. Ja, ich denke mal, das passt so. Die anderen haben wir eigentlich im Griff. So, Modest jetzt am Ball. Vielleicht kriegen wir da irgendwas geschissen. Modest, schön auf Gerhard. Gerhard rüber auf den linken Flügel, auf Hector. Vielleicht mit der geilen Flanke, nein, das war nix. Aber wir haben weiterhin den Ball. Partei. Rüber auf den rechten Flügel, aber das war nix. So. 50 Minuten gespielt. Wir kriegen immer noch keinen wirklichen Zugriff aufs Spiel. Ja, vorne läuft gar nichts bei uns. Juricic schlecht, Ramos schlecht, Modest schlecht, alle schlecht. Also wir haben wirklich viel zu tun mit der Defensive von Hertha BSC. Aber vielleicht wird es besser mit Bittencourt jetzt. Nee. Partei. Oh, das war doch ein Foul. Das war doch ein Foul und dementsprechend die gelb-rote Karte. Nein, war es nicht. Und jetzt der Konter für Hertha BSC. Aber es dauert zu lang. Es dauert zu lang. Vielleicht kriegen sie nochmal die Kurve. Vielleicht kriegen sie nochmal was hin. Kalou jetzt am Ball. Kalou. Da kommt mal wieder das Gelbrett. Der macht ein gutes Spiel. Auch Haraguchi. Sehr, sehr stark. Oh, schöne Flanke, Kalou. Aber Horn hält. Horn hält. Gott sei Dank. Wir warten noch 5 Minuten und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht doch noch was machen können. Vielleicht wird da noch was. So. Die Offensive funktioniert nicht. Die Offensive funktioniert nicht. Ich denke, dass wir... Ich weiß auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Die komplette Offensive funktioniert nicht. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Vielleicht versuchen wir es tatsächlich mit der neuen, mit der alten Formation. Jojic jetzt erstmal rein. Juricic, Bittencourt. Ich denke, Juricic darf raus. Aber vielleicht darf auch Modest bleiben. Ich bin mir nicht sicher, was ich machen soll. Zielspieler Modest hört sich eigentlich besser an. Juricic darf raus. Dafür kann... Ja, wer soll denn da kommen? Nagasawa. Jojic kommt für Ramos. Ich denke, das passt so. Und dann gucken wir mal, wie das so läuft. Wir können hier trotzdem Kontrolle machen. Und dann schauen wir mal, wie die neue Formation so läuft. Ich hoffe gut. Ich hoffe ja wirklich gut. Ansonsten habe ich da einen kleinen Fehler gemacht. So. Mal gucken, wie die neue Offensive jetzt spielen wird. Ich hoffe mal auf mehr Ballbesitz. Das ist eigentlich das, was ich als Ziel hatte. 75 Minuten jetzt gespielt. Wir können nochmal auf Angreifen gehen. Wir können jetzt die letzten 15 Minuten nochmal richtig, richtig Gas geben. Mehr Ballbesitz haben wir jetzt leider nicht erreicht. Wir haben ein bisschen Ballbesitz jetzt eingebüßt, aber auch keine weiteren Chancen. Dafür jetzt Hertha BSC mit der Chance. Darida, aber Horn hält. Vielleicht jetzt schnell machen. Vielleicht jetzt schnell machen, Timo. Timo, weit nach vorne, auf Bittencourt. Ja, und Hertha BSC hat wieder den Ball. Gelbrett. Wir sind jetzt ein bisschen defensiver eingestellt. Wir machen ja die Räume ein bisschen enger. Und vielleicht hat dann Hertha ein bisschen mehr Probleme und wir können vielleicht... Was ist das denn? Was ist denn mit Durm los? Was ist denn mit Durm los? Das wird eine gelb-rote geben. Das wird eiskalt eine gelb-rote geben. Und es ist auch so. Erik Durm mit der gelb-roten Karte. Tja... Das hat ja super funktioniert. Tja, was machen wir nu? Es tut mir leid. Eigentlich müssen wir Jojic direkt wieder rausnehmen. Oder eigentlich müssen wir Jojic wieder rausnehmen. Es tut mir so leid, mein guter Freund. Es ist traurig für ihn, aber was soll ich jetzt machen? Wir dürfen jetzt auch nicht verlieren. So, und jetzt die Chance. Ja, das war nix. Daneben. Tja, schade, es tut mir leid, Milos. Es ist traurig. Aber wir müssen die Chance irgendwie wahren, dass wir da gewinnen. Nagasawa jetzt am Ball. Rüber auf Jean Zimmer. Jean Zimmer, schön auf Bittencourt. Oh, bitte, bitte.
Leonardo Bettencourt, und was ist denn mit Modest? Das ist doch nicht wahr. Diese Chance, diese Riesenchance, frei vom Tor, das hätte das Ding sein müssen. Oh, es ist so belastend. Anthony Modest trifft einfach nicht mehr. Aber jetzt vielleicht die Chance, nochmal mit der Flanke. Auch wieder Kraus am Ball. Aber Bittencourt hält den Ball. Gerhard rüber auf Zimmer, aber das war leider abseits. Das hat man auch so schon gesehen. So, 89 Minuten gespielt. Es sieht wieder nach Unentschieden aus. Aber Hertha kriegt nochmal die Ecke. Aber Gerhard klärt und das war's. Spielende. Schon wieder ein Unentschieden. Schon wieder gewinnen wir hier nicht. Ziemlich bitter. Milos Jurić kam in der 65. Minute und ist in der 78. wieder rausgegangen. Es tut mir so leid für ihn. Es tut mir so furchtbar leid für ihn. Aber wir mussten da auf jeden Fall reagieren. Es kam halt zum schweren Zeitpunkt. Erik Durm mit Gelb-Rot vom Platz. Ansonsten, ja, wir schlittern so langsam in eine Krise. Also wir treffen anscheinend das Tor nicht mehr. Wir kriegen irgendwie anscheinend ja, die Siege nicht mehr hin. Auch selbst wenn wir führen. Und alles liegt an Wolfsburg. Das ist so belastend. Ja, Durm wurde für ein Spiel gesperrt. Automatische Sperre, natürlich. Gelb-Rot, was soll ich machen? Ansonsten, Addo erfreut über Form von Modest. Was? Das ist natürlich jetzt verwunderlich. Modest spielt in den letzten Wochen hervorragend. Würden Sie zustimmen, dass er in der Form seines Lebens ist? Und Addo antwortete ruhig, ich bin froh über seine Spielweise. Es macht Spaß, bei ihm beim Spielen zuzusehen. Ja, trifft nur nicht, ne? Er hatte allein gegen Hertha schon eigentlich den Sieg auf dem Fuß, auch gegen Wolfsburg, auch gegen Ingolstadt. Er hätte besser treffen müssen. Er trifft nur nicht. Und das macht mich nachdenklich im Moment. Wir lassen ihn aber weiter spielen, weil wir wissen, er ist für Tore gut. Er kann die Tore schießen, aber irgendwie läuft es im Moment noch nicht. Obwohl er ja eigentlich in 9 Spielen 6 Tore gemacht hat. Da dürfen wir uns jetzt auch nicht beschweren, aber trotzdem bedenklich, was er für Chancen wieder versiebt hat. Ja, ansonsten haben wir die Spiele schon vorgelesen? Ja, haben wir schon. Bayern gewinnt mal wieder. Gewinnt 3-0 gegen Gladbach. Damit hat Gladbach auch jetzt das zweite Mal oder dritte Mal in Folge sogar schon verloren. Die rutschen auch immer weiter ab. Sind jetzt in der Formkrise und die sind auch unser nächster Gegner im DFB-Pokalspiel. Also das könnte dann nochmal spannend werden. Formkrise gegen Formkrise. Obwohl wir beide eigentlich ziemlich gut gestartet sind. Karlsruhe 1-1 gegen Ingolstadt. Auch nicht so schlecht für beide. Und speichere Spieldaten ist natürlich auch sehr interessant. Ja, auf jeden Fall in der nächsten Folge, das kann ich ja vorab schon mal sagen, spielen wir dann im DFB-Pokal das Rhein-Derby. Das Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Das überaus wichtige Derby gegen Gladbach. Wir müssen in der zweiten Runde durchkommen. Es ist leider ein bisschen doof, dass wir dann ausgerechnet gegen unseren Erzrivalen ran müssen. Aber, wir müssen es einfach hinkriegen. Was soll man dazu sagen? Thomas Schaaf ist der Trainer für Gladbach. Man sieht auch, die sind ganz schön runtergeschlittert. Naja, wir werden auch noch ein bisschen weiter runterschlittern. Wir haben auch schon 9 Spiele und die anderen kommen noch. Die müssen noch antreten. Und zwar heute. Und zwar spielt Schalke gegen Borussia Dortmund. Also 2 direkte Konkurrenten gegeneinander. Hamburg gegen Wolfsburg, Mainz gegen Stuttgart und Frankfurt gegen Leverkusen. Mal gucken, was die also zeigen. Littbarski lobt Modest. Okay, das gucken wir uns gleich nochmal an. Inwiefern er gelobt wird. Der frühere 1. FC Köln-Profi Pierre Littbarski lobte Anthony Modests großartige Leistung bei Kölns 0-0 Bundesliga Unentschieden gegen Hertha BSC. Ach so. Der 28-jährige Torjäger erregte Littbarskis Interesse, der ihn für ein wahres Juwel für den 1. FC Köln betrachtet. Und der frühere U21-Spieler für Frankreich war in der letzten Saison in beeindruckender Form für den 1. FC Köln und führte die vereinsinterne Torschützenliste mit 17 Treffern an. Jo, aber das kann er gerne auch wiederholen in diesem Jahr. Aber im Moment, was er für Chancen wieder versiebt, das ist wie in der Realität. Ne? Macht seine Dinger, macht viele Dinger, aber er versiebt auch viele Dinger. Also normalerweise ist das ein Typ, der gut und gerne mal 20 Tore machen kann in einer Saison, aber er schafft es nicht. So, Schalke gewinnt 1-0 gegen Borussia Dortmund. Hamburger SV gewinnt 2-1 gegen Wolfsburg. Mainz 4-3 gegen Stuttgart und Frankfurt verliert 1-3 gegen Bayer 04 Leverkusen. Wir machen nochmal eine Dings weiter. Sorg versetzt die Bayer 04 Leverkusen-Fans in Ekstase. Ja, der Arsch wollte ja nicht zu uns. Sackgesicht und Scoutbericht sagt Angriffsspiel gegen Gladbach. Ja, Angriffsspiel hätte ich jetzt nicht vermutet, dass wir angreifen sollen gegen Gladbach. Aber wir werden es sehen. Ich hätte nämlich eher die andere, die defensivere Formation gewählt. Naja, wir sind jetzt mittlerweile auf dem 6. Platz. Es ist immer noch gut, aber
Na, es läuft im Moment nicht so, obwohl wir auch nur eine Niederlage haben. Also wir sollten mal die Kirche im Dorf lassen. Also es ist ja jetzt nicht so schlimm. Und man sieht auch hier an der Tabelle übrigens Gladbach 5 Siege. Anscheinend sind die offensiv ziemlich stark, machen auch viele Tore, aber auch 4 Niederlagen. Also sind auch hinten anfällig. Also das könnte auf jeden Fall unsere Chance sein. Also wenn wir wirklich Gas geben, dann könnte es tatsächlich unsere Chance sein, wenn wir angreifen. Müssen wir mal schauen. Ansonsten seht ihr auf jeden Fall die Tabelle. Karlsruhe, Bochum und Werder sind immer noch auf den Aufstiegsplätzen. Und ja, oben ist es denkbar knapp immer noch mit Schalke, mit Leverkusen, München, Hamburg, Dortmund, Köln, Gladbach, Ingolstadt, alle auf einer Ebene. Und dann kommt ab Hertha, geht es dann, naja, bisschen eher in Richtung Abstieg, aber es ist komplett ausgeglichen. Die komplette Liga ist ausgeglichen. Da kann jeder gegen jeden gewinnen. Und ich hoffe mal, dass wir im nächsten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal gewinnen werden. Und ja, wir drücken die Daumen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei beim packenden Pokalspiel, beim Pokalderby im Borussia-Park. Gladbach gegen den 1. FC Köln im DFB-Pokal. Das wird auf jeden Fall eine extrem spannende Partie. Zwei gute Mannschaften gegeneinander. Ich bin gespannt, was sie so reißen und ich bin gespannt, ob ihr auch dabei seid. Und ja, ich würde sagen, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr lasst eine Bewertung da, ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut. Ciao. Just let me off. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go. Owers and tastemakers make us no chaser. Gets the blood flowing like a fucking pacemaker. Cut the